keine Essenseinladung ohne Absender. Und ich weiß nicht, ob ich inzwischen einfach nur paranoid gemeint habe, aber wer schreibt so genaue Sachen über das eigentliche Abendessen in die Einladung? Ich glaube, da gibt es irgendeinen Subtext zwischen den Zeilen, der ein bisschen, ich weiß nicht, unheimlich klingt. Es klingt ein bisschen so, keine Ahnung, wie eine Falle und man wird dort von Kannibalen verspeist oder es ist eine Vampirkabale oder was weiß ich. Es klingt auf jeden Fall gefährlich. Sagen wir es mal so. Und sogar zwei Briefe dieses Mal. Herausforderung der Kriegerin. Vor langer Zeit haben meine Ahnen eine große Halle am Fuß des Berges nördlich der Gallenschluchtmine erbaut. Sie nannten sie Hendraheim, das Heim eines Kriegers, das selbst Sovngarde in den Schatten stellte. Als letzter meines Clans möchte ich dieses Heim einem echten Krieger überlassen. Ihr seid kein Nord, aber ich habe gehört, dass euer Geschick im Kampf es mit dem unserer legendärsten Krieger aufnehmen kann. Es ist ein bisschen vielleicht zu viel des Guten. Viel tun einfach Inigo und Lucien erledigen. Aber wahrscheinlich, ich glaube, dieses ganze Drachenblutgeschichte und so ist ja den Nord offensichtlich viel wert. Beweist es mit eurer Klinge. Edwina Schildfeuer. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mit irgendjemandem in einem Klingen-Zweikampf die Schwerter kreuzen möchte. Ich meine, ich erinnere mich noch da an die ganze Sache mit den Segen der Neuen und diesem anderen, dieser ganzen Schwertkampf- und Segensgeschichte, die wir hatten. Das haben wir zwar geschafft, aber nur weil uns die Neuen zur Hilfe standen und da war es dann auch schon sehr kritisch. Und wir könnten natürlich Dämmerbrecher einsetzen, aber das ist irgendwie unfair und ich glaube kaum, dass diese Herausforderung untot ist. Aber ich glaube, das sind alle Sachen, um die wir uns nicht jetzt Gedanken machen müssen. Jetzt schauen wir erstmal, diesmal wahrscheinlich so hoch in die Nähe vom Tundruck, das ist ein anderes Haus, das wir kaufen könnten. Und dann hier in die Nähe vom Talos-Schrein und dann sollten wir ja schon fast bei der Festung sein. Jetzt, wo wir hier gerade so vorbeikommen. Dieses schnuckelige kleine Haus stand auch zum Verkauf, oder? Steht jetzt allerdings kein Preis dabei. Ich meine, oh meine Güte. Vorsicht. Bist du ein weiterer Kurier? Ah, nee, du bist nur. Ich würde an eurer Stelle bleiben, wo ihr seid. Was soll das heißen? Ich bin zu einem Lager der Riesen unterwegs und ich kann nicht garantieren, dass diese Monster euch nicht für einen Teil der Opfergabe halten. Haltet Abstand, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ah, die Kuh hier gehört zu dir. Irgendwelche Hilfe, die ihr braucht vielleicht? Ich habe alles im Griff. Danke für das Angebot. Na gut, dann viel Glück dabei. Danke. Passt gut auf euch auf. Okay, er war schon wieder so gekleidet wie irgend so ein Kurier. Ich habe schon wieder Sorgen bekommen. Aber nee, ein ganz regulärer Farmer, der von einer selbitzigen Tigerkatze angefallen wurde. So. Man soll ja nichts verkommen lassen. Die Frage ist, wie viel kostet das? Ich meine, wenn es 5.000, 10.000, würde ich sagen, nee. Das geht zu knapp an unsere Finanzen. Aber 5.000 könnten wir uns leisten. Und ich meine, wir haben natürlich das Safehouse hier in Einsamkeit und die Totenschreck, aber diese auf der Schwarzknocheninsel, also jenseits von Gut und Böse irgendwo, da kommt man so schnell nicht hin. Ich meine, gut, wir haben in den Willothi-Bergen natürlich Clockwork Castle, was wiederum an alle Städte angrenzt, also könnte man gewissermaßen sagen, wir haben in jeder Stadt einen Ort zum Schlafen. Und so gesehen ist das hier ja ziemlich nah an Weißlauf dran. Ja, okay, das brauchen wir eigentlich nicht. Dadurch, dass wir jetzt ja sozusagen, ich hab kurz gedacht, wir haben in Weißlauf kein Haus, also wäre hier vielleicht ein Haus nicht schlecht.
Aber allein die Tatsache, dass wir ein Weißhauf im direkten Haus haben, auch wenn es in Wirklichkeit in den Veloti-Bergen ist, macht das ja eigentlich ziemlich überflüssig. Zumindest in unserer aktuellen finanziellen Lage. So, da oben müsste er sein, genau, der Talos-Schrein. Und hier geht's dann wahrscheinlich direkt zur Festung. Ich meine, ist hier inzwischen was passiert? Die Spuren der Timer, die uns überfallen haben, sind weg. Gut, gut. Und ich werde jetzt nicht Horix Krieg schon widerstehlen, das hat ja schon seinen gehörigen Platz. Was mir übrigens dann noch gekommen ist als Gedanke, Freunde, dann wird sowieso schon hier oben rumgehen, um die gestohlenen Bücher in Festung Dämmerlicht zu holen. Und dann hier unten nach Iverstadt müssen. Anstatt hier nach Festung Dämmerlicht, hier wahrscheinlich über die Waldheimer Türme wieder auf die andere Seite zu gehen, könnten wir hier einfach ein bisschen weiter entlang gehen, insofern das hier über die Berge überhaupt geht. Das müssen wir dann sehen, wie das Terrain aussieht. Und dann direkt hier noch vorbeischauen und den Stab für End hier wiederholen, um dann sozusagen das das Amulett von Onmund wieder zu bekommen. Das könnten wir, wenn wir sowieso schon mal in der Gegend sind, auch gleich noch mit abhaken. Aber ich denke, da werden wir erstmal schauen müssen, wie denn das Gelände aussieht. Weil wenn es so bergig sind wie hier, dann müssen wir uns darauf verlassen, dass es so einen Pfad wie diesen hier gibt. Ansonsten wird das eher nichts. Meine Güte, es ist immer noch dunkel und gewitterig und laut heute. Es verzieht sich so schnell. Hoffentlich. Naja, was heißt hoffentlich? Wahrscheinlich verzieht es sich so schnell nicht wieder und. Naja, vielleicht sind wir gleich im Trockenen in der Festung, aber ich bezweifle irgendwie, dass uns die Magier hier einen willkommenen Empfang bereiten werden. So. Das ist sie dann wohl, hä? Alles klar, da sehe ich ja schon einen. Guten Tag, wir kommen in friedlichen Absichten. Wir hätten gerne mit, wie hieß der Schüler nochmal? Orthorn. Wir wollten mit Orthorn sprechen. Der ist Teil eures Zirkels, was ich gehört habe. Dürfen wir reinkommen? Okay, das nehme ich mal als ein Nein. Oh ja. Au. 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 Oh meine Güte, ich hasse Magier. Also ich versuche selber Magier zu werden, aber ich hasse feindliche Magier, ihr wisst schon. Sehr gut, Inigo. Okay, habe ich aber mindestens noch einen weiterer. Okay, das ist ein Feuer-Atron nach. Das war ein Feueratronach. Vorsicht, Lucien, ich würde zurücktreten. Oh, das war ein beschworener Feueratronach. Aber wenn das ein beschworener Feueratronach war, muss der Beschwörer hier noch irgendwo in der Nähe sein. Aber ich sehe gerade niemanden. Wieso ist der Feueratronach dann... Oh, ja, okay. Nein, er hat sich nicht die Luft aufgelöst. Er ist einfach bloß hier die Treppen runtergerutscht. Das macht natürlich Sinn. Okay, hier gibt es einen... Seiteneingang, ich meine, so unfreundlich, wie die uns gesinnt scheinend, könnte das der bessere Zugang sein, als hier direkt durch den Fronteingang. Okay, wir können gar nicht durch den Fronteingang hineinplatzen, den haben sie nämlich abgeriegelt. Alles klar, das nimmt uns diese Entscheidung natürlich ab. Ah, sieh mal eine an. Etwas feinere Handwerkskunst der Nord. Wir fertigen ja nicht bloß grobe Sachen an. Schön, schön. Der findet hoffentlich einen guten Platz im Museum. So, hier habe ich keine Angst, die Eier mitzunehmen und das Gemüse. So, ist hier noch irgendwas außer... Oh, hallo Goldfisch. Ein paar Goldfische gefangen. Warum nicht? Und ein bisschen Lachs, wenn wir schon mal hier sind. So, was habt ihr denn Interessantes dabei? Frostsalze gleich doppelt. Jackpot. Ein bisschen mehr Papier schadet vielleicht nicht.
Besonders wenn wir noch ein paar Sachen forschen oder uns Notizen machen müssen auf unseren weiteren Recherchen, die noch anstehen. Gesundheit! Aber es ist kein Wunder bei dem Regen hier. Ach, und hier ist die andere Magierin hingeschleudert worden von Inigos gut gesetztem Pfeil. Staff of the Avenging Wraith. Summons Avenging Wraith for 67 seconds. Its stats are equal to 150% of those of the opponent that last killed it. Ah, interesting. Das heißt, es ist am Anfang noch schwach. Aber wenn dann ein Feind ihn erledigt, können wir einen machen, der stärker ist als der Feind, der ihn erledigt. Oh. Das könnte interessant werden. So, alles klar. Dann versuchen wir es mal einigermaßen unauffällig. Vielleicht können wir den Stab ja sogar aus der Distanz verwenden. Ich weiß nicht, wie unauffällig der ist. Okay, wir sollten nur aufpassen, dass wir nicht versehentlich Orthorn erschießen. So, ich würde jetzt ja meinen Bogen ziehen, aber wenn wir schon mal diesen Stab haben, versuchen wir doch einfach mal diesen Stab zu ziehen und schauen, wie uns das weiterbringt. Jede Menge Lavendel, nice, nice. Ich würde ja sagen, vielleicht erwarten sie keine Angriffe von dieser Seite, aber da die Tür hier als einzige offen war, ist es ja die einzige Seite, von der wir angreifen können. Ja, und sie haben hier Fallen ausgelegt, also... Was gibt es? Hier, schau mal, hinter dir! Au! Hat er dich schon erledigt? Schau mal, der ist jetzt stärker als du. Kannst du bitte mal die Spinner, die liegen in Inigo, das machst du doch so gern. Danke. Yep, diese Rechnung ist aufgegangen. Guter Wurf übrigens. Wissen wir jetzt, wie stark der eigentlich ist? Ja, 147 Leben, 100... Oh, aber... Ah. Dafür hat dieser Stab auch bloß zwei Ladungen. Also, wir könnten ihn jetzt vielleicht auflösen. Das ist ein teures Vergnügen. Also sollten wir... Es hat gut funktioniert, aber wir sollten es uns vielleicht für entsprechend gefährliche und knappe Situationen aufheben. Ansonsten werden wir hier durch Seelensteine brennen, als würde es keinen Morgen geben. Dann halt doch lieber wieder zu unserem Freund, dem Bogen, der übrigens auch inzwischen leer ist. Wozu gibt es Seelensteine? Apropos Seelensteine. Ich hoffe, einer von euch ist zumindest ein bisschen geladen. Ja, und ich höre schon die anderen Magier da irgendwo in der Distanz. Und das war der Geist. Aber ich meine, physische Pfeile sollten gegen Magier eigentlich auch ganz gut effektiv sein. Oh, Wolfskönigin Buch 7 haben wir noch nicht. Lied von Peninal Band 2. Sieht der Wolfskönigin, wenn wir das vollständig haben, oder zumindest die ersten Bände, sollten wir auch mal lesen. Ich meine, nicht, dass es uns momentan nützlich wäre, und ich meine, die Wolfskönigin haben wir auch schon mehrfach besiegt, zweifach um genau zu sein. Aber genau deswegen würde es mich interessieren, was wir über sie in Erfahrung bringen können. So, was wollte ich schon? Ach ja, genau. Ich glaube, es ist Zeit, mal wieder an uns selbst zu arbeiten. Ja, und da wir jetzt ja mehr in die Magie- und Erforschungsrichtung gehen wollen, ist ein bisschen mehr Magika natürlich nicht verkehrt. Ansonsten, was ist denn bei den anderen Magien? Enchanting könnte natürlich interessant sein, die Verzauberung, gerade wenn wir jetzt anfangen, durch die Seelensteine zu brennen.
Hier, Soul Squeezer. Soul Gems provide 50% extra Magicka for recharging. Death blows the creatures and people trap 10% of the victims, so recharging the weapons. Das heißt, ein kleiner Teil ihrer verbleibenden Lebensenergie geht direkt in unsere Waffe. Und Enchanted Weapons you create have 50%. Na gut, das sind nur für eigene Sachen. Aber gerade die beiden Sachen sind auf jeden Fall einen Blick wert. Veränderung hatten wir bisher noch nicht so viel zu tun. Aber da gibt es natürlich auch nützliche Sachen. Vor allem so Sachen wie jetzt über Wasser laufen und Sachen finden und so. Das ist vielleicht im Kampf nicht so nützlich, aber es hat durchaus praktische Anwendungen. Aber vielleicht sollten wir damit warten, bis wir tatsächlich einige nützliche Zauber in der Kategorie haben. Beschwörung verwenden wir auch noch nicht wirklich, genauso wenig wie Illusion. Und Alchemie haben wir zwar einige Zutaten gesammelt, aber noch nicht wirklich viel damit experimentiert. Das ist noch zu früh, um weiter fortzuschreiten. Speech, natürlich. Handel ist ja nach wie vor unsere Nemesis. Die Time Between Shouts bei 10% reduzieren ist natürlich auch cool. Aber gibt es nicht vielleicht irgendwas, was uns can bribe guards to ignore crimes? Vielleicht nicht unbedingt. Nee, das ist mehr kampforientiert. Merchant. Kinship. Buy items for 15% less when trading with the same race. Ich weiß nicht, wie viele kaiserliche Händler es gibt, aber 15% ist schon mal nicht schlecht und ich glaube, wir sollten jeden Vorteil nutzen, den wir kriegen können, besonders weil uns das hier dann weiterbringen sollte in der Handelsrichtung. Dann nehmen wir doch einfach mal Kinship. Sehr schön. Vorsicht übrigens, Falle. Und Rune. Fall sollte das auch tun, oder? Okay, Zauber funktioniert, aber Falle nicht. Oh, ist dahinter... Sind die vielleicht so dumm, dass wir sie auf die eigenen Runen locken können? Ja, ich glaube, wer auch immer denn der ist, kommt nicht nah genug ran. So dumm sind sie vielleicht auch nicht. Hindert sie vielleicht doch nicht daran, in unser Schussfeld zu laufen. Okay, dann machen wir den ersten Schritt. Hi! Fallen, Jungs, fallen. Okay, was haben wir denn? Okay, haben die hier... Aus dem Weg. Aus dem Weg. Gerne, es scheint so, als hätten die hier... Aus dem Weg, Gesindel. Ja gut, die könnten wahrscheinlich denken, dass wir zu denen gehören. Kein Wunder, dass sie nicht gut auf mich zu sprechen gekommen sind, auch wenn dieser Pfeil hier eine eindeutige Sprache sprechen sollte. Sie haben also Vampire eingekerkert. Und das wahrscheinlich nicht, weil die Vampire... die sie angegriffen haben oder ihre Verwandten ausgesaugt haben oder sonst was, sondern wahrscheinlich eher wegen Experimenten, wie es aussieht. Ja, ich verstehe, was es mit den Meinungsverschiedenheiten mit der Akademie auf sich hat, weswegen sich die Wege getrennt haben. Ich meine, es sind Vampire, aber... Ich meine, Vampir zu sein an sich ist ja... Ich weiß gar nicht, ist es offiziell ein Verbrechen? Ist eigentlich egal, ob es jetzt offiziell ein Verbrechen ist oder nicht. Auf jeden Fall, es gibt ja durchaus Wege, Vampir zu sein, ohne seinem Umfeld Schaden zuzufügen. Es gibt diesen schönen Spruch. Bis zum Feststellen der Schuld besteht die Unschuldsvermutung oder irgendwie so ähnlich. Ich meine, wenn wir sie jetzt rauslassen und sie uns sofort angreifen, dann wissen wir ja, woran wir stehen. Vorausgesetzt natürlich, ich bekomme diese Schlösser auf.
Hi. Okay, sie gehen einfach. Ich würde vorsichtig sein da hinten. Da sind möglicherweise noch Adlis. Hier sind Schalter, mit denen wir wahrscheinlich die Käfigärten aufmachen können. Andererseits, vielleicht sind es auch bloß Schalter mit irgendeinem Killswitch, mit denen sie automatisch getötet werden oder so. Wir sollten das Risiko mal nicht eingehen und ich glaube, die paar Schlösser bekommen wir auch so hin. Und das bisschen Übung schadet ja schließlich auch nicht. Ja. Und wir haben momentan ja inzwischen über 60 Dietriche. So schnell geht die jetzt hoffentlich auch wieder nicht aus. Und damit hätten wir alle drei. Alles weibliche Vampire übrigens. Ich frag mich, ob das Absicht war wegen den Forschungen. Vorsicht, vielleicht solltet ihr euch ausrüsten. Die sind, ich sag zwar Vampire, aber... Machen wir die Tür mal wieder zu. Ja, das war vielleicht nicht der intelligenteste Move von den Vampiren. Nun, alle sind tot. Nicht unbedingt das, was wir erreichen wollten. Aber was ist die Situation, in der wir uns konfrontiert finden? Nee. Alle sind tot, das heißt, niemand wird das Geld und den Smart hier vermissen. Das ist die andere Seite des Ganzen. Weil ich sowieso zweifle, dass er irgendwie den Vampiren gehört hat oder so. Aber hier oben ging es doch, glaube ich... Vorsicht, Falle, immer noch. Hier oben ging es doch auch irgendwo hin. Ja, wenn es hier mal irgendwo hinging, dann geht es jetzt hier... Ich hab gerade fast gesagt, aber nein, hier ist irgendwas eingestürzt. Trotzdem, eine Kiste. So, das... Und eine beschlagene kaiserliche Rüstung, die wir noch nicht haben. So, und Handschuhe können wir gleich wieder ausziehen. Ja, sind wir schon fast wieder unter 60 Dietrichen. Aber bitteschön. Nun, leerer Seelenstein, 98 Septime. Das ist den einen zerbrochenen Dietrich definitiv wert. Sorry, Lucian. Aber wir müssen hier einmal durch. Gut, dann bleibt uns ja keine andere Wahl, als hier noch einmal am Schlachtfeld vorbeizugehen. Ja. Das sieht mir mehr nach Folterkammer als nach Experimenten aus. Also, ich glaube, wir müssen uns keine moralischen Vorwürfe darüber machen, wenn wir hier ein bisschen mit den Magiern ausräumen. So. Heißgeist, ein anderer Stab. Nein, den lassen wir mal hier. Oh, Zauberbuch Skelettdiener beschwören. Beschwört einen schwachen Skelettkrieger fürs. Interessant. Können wir uns ja vielleicht auch mal anschauen. Beschwörung kennen wir uns sowieso noch nicht so gut aus. Vielleicht ist das unser Einfalltor. Allerdings sollten wir uns kein Beispiel an Tolfte nehmen und das in der Öffentlichkeit direkt machen. Was ist denn in der Öffentlichkeit? Das war, glaube ich, nur Satan und vor Satan. Vielleicht haben sie ja doch mehr Gespür für öffentliches Aussehen, als ich ihnen von Anfang an zugemutet habe. Ja, wir sollten uns wirklich keine Vorwürfe machen, hier mit den Magiern aufzuräumen. Definitiv nicht. Oh, geschichtlicher Überblick über das Kaiserreich Band 3 hatten wir auch. Haben wir auch noch nicht in der Sammlung. Joink. Meine Güte, wie viele Leute haben die hier bitte auf dem Gewissen? Okay, anscheinend haben sie auch Wölfe eingesperrt. So. Ich meine, Wölfe haben natürlich keine so hohe Intelligenz wie Humanoide. Besteht natürlich die Gefahr, dass die uns angreifen, weil sie ausgehungert sind, wenn wir sie befreien. Aber ich glaube, dieses Risiko werden wir eingehen müssen. Andererseits, gänzlich dumm sind Wölfe ja auch nicht. Vielleicht begreifen sie auch, dass wir ihnen helfen, wenn wir sie befreien. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie ausgehungert sie sind. Ihr werdet keinen Mucks von mir hören und ich werde euch nicht im Weg stehen. Okay, da
Scheint irgendjemand um sein Leben zu betteln, so wie es sich anhört. Okay. Der nächste Magier. Ist da jemand? Oh, das hat nicht gereicht. Aber ein zweiter Pfeil in die Brust tut dann doch. Lasst mich hier raus! Ihr müsst mich hier rauslassen! Sie werden mir etwas Furchtbares antun. Du siehst wie ein Magier aus. Blau in der Mitte. Macht schnell, bevor noch mehr von ihnen kommen. Du bist nicht zufällig Orthorn? Lasst mich hier nicht zurück. Ja, ja. Hat Erzmagier Aren euch geschickt. Ihr seid doch hier, um mich zu retten, oder? Nicht direkt. Eigentlich bin ich hier wegen der Bücher, aber ich... Wenn wir schon mal hier sind, ihr scheint euch ja nicht wirklich mit den Beschwörern zu verstehen und... Naja, wenn ihr gerettet werden solltet, dann ist es wahrscheinlich auch kein Schaden. Seht ihr? Ich wusste, Aren würde mich nicht hier drin lassen. Jetzt holt mich schon aus diesem Käfig raus, bevor sie zurückkommen. Gut, mit Aren hat das Ganze tatsächlich gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob der weit... Na gut, er... Das ist unbekannt, ob er es weiß, aber... Egal, wo sind denn die böse Bücher, die ihr gestohlen habt? Ich habe sie nicht mehr. Sie hat sie mitgenommen. Die Ruferin. Sie hat mich auch hier eingesperrt. Bitte, lasst mich hier raus. Gleich. Die Ruferin. Gibt's einen Schlüssel oder müssen wir wirklich den Hebel betätigen? Ich will dich nicht versehentlich töten oder so. Nein, ihr müsst die Hebel dort in der Mitte benutzen. Zieht nur nicht aus Versehen am Falschen. Bitte, beeilt euch. Ich bin nämlich nicht gerne eingesperrt. Nachvollziehbar. Warum seid ihr denn in diesem Käfig? Ich dachte, ihr macht mit den... Magiern gemeinsame Sache. Sie haben mich hier eingesperrt, bis sie so weit waren, mich für eines ihrer Experimente zu benutzen. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Ich dachte, sie wollten meine Hilfe. Stattdessen haben sie mich als Versuchskaninchen eingesperrt. Nun hoffe ich mal, dass ihr eure Lektion gelernt habt. Lasst mich hier nicht zurück. Ja, keine Sorge. Okay, mit der Hebel, dann tut der Hebel wahrscheinlich... Die Zellen hier öffnen. Macht euch bereit, im Zweifelsfall ein paar Wölfe von ihrem Leid zu erlösen. Ja, sorry. Es waren ausgehungerte Wölfe, was Männer bitte erwarten. War nicht unbedingt ihre Schuld. Auf der anderen Seite greifen uns ja selbst die Wölfe in der Wildnis an, also. Keine große Überraschung soweit. Darf ich durch, Indigo? Dankeschön. So. Siehst du, wir haben dich rausgelassen. Danke. Ich verspreche, ich werde helfen. Und dann gehe ich zurück zur Akademie und werde sie anflehen, mich wieder aufzunehmen. Wo sind denn die? Ehrlich gesagt, ich brauche eure Hilfe nicht. Bringt euch lieber in Sicherheit. Aha. Verstehe. Nichts gegen euch. Dann werde ich euch einfach ganz unauffällig und mucksmäuschenstill folgen. So war das eigentlich nicht gemeint. Ihr habt mich gerettet. Habt vielen Dank. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Ich helfe euch, hier rauszukommen. Versprochen. Nun gut, wenn ihr darauf besteht. Also, wo sind denn jetzt diese Bücher genau? Ach ja, natürlich. Ich wollte es euch ja sagen, nicht wahr? Wäre hilfreich. Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Okay. An einem der Bücher sehr interessiert. Ist sie am selben interessiert wie wir? Oder ist es tatsächlich was nochmal anderes? Könnte ja sein, weil... Wenn ich mir die Leichen und Vampire so anschaue, habt ihr vielleicht nicht unbedingt dieselben Interessen. Aber wirklich, ihr solltet euch in Sicherheit bringen, Orthorn. Ich komme schon zurecht. Ihr braucht meine Hilfe nicht? Nein, das hatte ich ja schon gesagt. Keine Sorge, das schaffe ich schon alleine. Also, wenn ihr euch da so sicher seid... Ich bin ja nicht wirklich alleine. Wir sind ja zu dritt. Dann mache ich mal auf den Weg. Passt bitte auf euch auf. Und danke. Kein Problem. Dann sehen wir uns an der Akademie, nehme ich an. So, hier diese unbenutzte Zelle, die wir noch geöffnet haben. Ist hier vielleicht irgendwas? Nein, ich meine, es ist eine Zelle. Was habe ich erwartet? Lucien, sorry. Dankeschön. Okay.
Okay, hier den Sturmmagier-Adept, den wir... Ah, ein bisschen ein gefüllter Seelenstein und... Ah, ein kleines Silbertanto. Schön, schön. Bisschen mehr Käse, Lederstreifen, jede Menge Kleinkram, der dann aber doch nützlich ist. Vielleicht sollten wir hier auch noch ein bisschen mehr Geschirr für unser Safehouse mitnehmen. Da fehlen uns ja auch noch ein paar, fehlen jetzt auch noch ein paar Sachen. Jetzt haben wir hier noch eine Tür. Hier geht's hoch und hier haben wir eine Tür. Ah. Bogen bereithalten, würde ich sagen.